Hallo und herzlich willkommen schon zum 200 Abonnenten-Special mit mir, den Thomas und Playgeldern und dem selbsternannten Manager. Hallo. Ja, also wie ihr es auch dem Titel entnehmen könnt, ist es eine kleine Rede und eine Verlosung. Die Verlosung besteht darin, also wir verlosen eine 10€ Paysafe-Karte, aber nähere Informationen werden wir erst zum Schlusspreis geben. Ja. Ich hab genau gesagt, dass es so ablaufen wird, egal. Alter, 200 Abonnenten, ne? Das ja. Ist richtig heftig. Für mich ist das eigentlich eine richtig große Zahl. Jetzt kommen wahrscheinlich solche Moralapostel, die sagen, 200 Abonnenten, das ist gar nichts. Aber wenn man sich jetzt überlegt, 200 Menschen auf einem Fleck, also damit kann man schon einen Kinosaal füllen. Ja, mindestens. Also das ja, wenn nicht sogar mehr. Ja. Also das ist wirklich ein ganz, ganz großes Dankeschön. Deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, jetzt ein 200 Abonnenten-Special zu machen und ein kleines Dankeschön sozusagen mit der Paysafe-Karte zu geben. Ja, und das nächste 200 Abonnenten-Special wird nächste Woche kommen. Ja, nächste Woche frühestens. Denn das ist sehr zeitaufwendig und es soll auch perfekt werden. Aber es wird cool. Hä? Ja, das wird auf jeden Fall cool. Ja. Ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben. Es hat nichts mit einem Vlog zu tun oder so. Und es hat auch nichts mit... Warte, wer hat das vorgeschlagen? Jetzt habe ich vergessen, wer irgendwas vorgeschlagen hatte, was es sein könnte. Egal, YOLO. Ich glaube, Alzer oder so. Hä? Ich glaube, dieser Alzer oder so. Was heißt hier dieser? Mit dem ich geschrieben habe. Ja, nicht dieser. Alzer einfach nur. Nicht dieser Alzer. Achso, ja, ich habe das irgendwann... Ja. Oh, ey, weißt du, mit dir muss man noch ein bisschen sprechen üben, ne? So in Let's Plays, naja, Let's Plays ist ja eigentlich sozusagen nicht, ne? Ja, einfach sprechen üben. Ja, dann hat mir schon, also ich glaube, der erste richtige Hardcore-Fan sozusagen war Tobias, ne? Mhm, und dann kam Tore Marx und dann ging das weiter. Tobias, wenn du dieses Video siehst, melde dich mal. Wir machen uns schon Sorgen, weil du so lange nicht mehr kommentiert hast. Und ja, auf Facebook könnte ich mal... Der erste große Twitch-Fan war ja X-Space Sheep. Ja, als wir noch Five Nights at Freddy's gestreamt haben, ne? Ja. Boah, das waren noch Zeiten. Wann war das denn? Vor 2 Monaten oder so? Nee, vor 3. Schon so lange her. Im Januar war das. Ja. War auf jeden Fall geil. Mhm. Also wollen wir jetzt schon zur Verlosung kommen? Ich meine, das war das ist ja jetzt in Ordnung, diese kleine Rede sozusagen. Ja. Ja, willst du dann die Geschichte vom Holzfäller erzählen? So, ja, die Geschichte vom Holzfäller. Die ist wichtig für die Verlosung. Die ist ganz wichtig für die Verlosung. Es gibt nämlich eine kleine Geschichte. Ich will gerade anfangen. Es gibt nämlich eine kleine Geschichte dazu. Ja, okay. Nämlich, es gibt so einen Kumpel von uns. Mit dem Spitznamen der Holzfäller. Wie wir drauf gekommen sind, das ist eine noch längere Geschichte, also die ist eigentlich unwichtig. Jedenfalls hat er immer gesagt, dass wir eh aufgeben werden mit YouTube und dass wir es eh nicht schaffen werden. Aber jetzt haben wir es ihm gezeigt. Und deswegen muss jeder in die Kommentare schreiben. Was soll nochmal jeder in die Kommentare schreiben? Oh, naja, gezeigt haben wir es ihr noch nicht. Also er glaubt nicht, dass wir die 500 Abonnenten schaffen. Also er hat als erstes noch nicht mal geglaubt, dass wir die 100 schaffen. Da haben wir ihn schon sozusagen gesmackt. Aber ja, 500, das werden wir irgendwann schaffen und dann, das wird geil, das wird auf jeden Fall geil. Also die Teilnahmebedingung ist, ihr müsst drunter schreiben, Hashtag der Holzfäller bekommt Angst. Genau, das war's. Genau, das ist die einzige Teilnahmebedingung und das Special, ja, die Verlosung wird eine Woche lang gehen. Ich würde sagen, bis nächste Woche Samstag bis 23.59 Uhr, ne? Ja, würde ich auch sagen. Was für ein Datum haben wir heute? Den 3. Okay. Den 4. Also bis zum 11. geht die Verlosung. Ja. Ja, sag doch was. Ja, bis zum 11. geht die Verlosung und eine Woche lang. Sogar ein bisschen mehr als eine Woche. Ja. Ja, dann würde ich sagen, das war's dann hier mit der kleinen Redeverlosung. Also wenn ihr mitmachen wollt, aber jeder kann nur einen Kommentar abgeben, weil das sonst unfair wäre. Ja, und dann kommt dann nochmal ein Infovideo, wer dann gewonnen hat. Ja, genau. Okay, dann würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Special. Ja, ciao.